Die große Frage ist, wie sieht die Connecting-Geschichte aus? Werde ich abgeholt? Kommen wir pünktlich an? Und. Das wird also heute noch sehr spannend. Es ist aber auf jeden Fall, deswegen habe ich mich gesagt, ich ziehe mich noch mal ganz kurz hier in diese Lounge zurück. Hier ist gerade niemand und da kann man so schön plaudern, auch ein bisschen freier plaudern. Ich war ja bei The Lights to Go und ich habe euch ja gesagt, also ich finde dieses Prinzip grundsätzlich also in Ordnung, aber war natürlich im Endeffekt, finde ich drei Dinge schade oder zwei Dinge relativ schade. Erstens mal, doch drei Dinge. Der Orangensaft ist schlecht. Ganz egal, was man sagt, dieser Orangensaft ist reines Zuckerwasser und das müsste verbessert werden. Da muss ein richtig toller Orangensaft hin und das gibt es. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe ja auch schon sowas getrunken. Das ist so ein Tetrapack-Orangensaft, den gibt es. Ich meine, das hat ja Discounter vorgemacht, dass es geht. Also das gibt es und deswegen finde ich, da sollte man nochmal eine gute Firma finden und eine gute Maschine finden, die das leistet. Dann die Geschichte mit dem Becher. Das finde ich dramatisch, dass das, es ist jetzt fast, also sehr lange schon im Betrieb, das ganze System, und die Becher haben sie nicht geändert. Das finde ich schade. Ich habe also hier, waren zwei, drei andere Gäste da, die hatten genau das gleiche Problem. Du fasst den Becher an und kriegst gleich 10 Becher in die Hand. Und dann legt man die ab und dann sind die schmutzig, dann müssen die weggeschmissen werden für nichts. Ich meine, das ist ein unnötiges Geld ausgeben. Das kann man verbessern. Ich finde, das sollte man auch unbedingt tun. Und ich habe das jetzt ein paar Mal vorgeschlagen und bin sehr neugierig, ob sich irgendwann mal etwas tut. Ich meine, das ist doch ein positiver Vorschlag. Ich meine, da kann man doch einfach nicht sagen, das ist das was Schlechtes, sondern das ist ein guter, positiver Vorschlag. Da kann man Geld mitsparen. Da müsste eigentlich die Lufthansa solche Ohren kriegen. Naja. Das, was geht, sehen Sie nicht und das, was nicht verändert werden sollte, das verändern Sie. Das ist die Tragödie dabei. Aber egal. Ich habe es gesagt, man verändert es nicht. So, der Orangensaft, der kann besser sein. Und ich finde die Menüauswahl. Also ich meine, seit Beginn gibt es das gleiche Menü. Seit Beginn. Und ich finde, auch ein Produkt, was in der Testphase ist, muss Variationsmöglichkeiten haben. Innovative Variationsmöglichkeiten. Ich meine, das ist ein innovatives Produkt und es braucht permanente Erneuerung, Verbesserung. Verschlechterung ja nicht, aber Erneuerung, Verbesserung. Also innovative Verbesserung. Also drei negative Dinge für ein relativ doch angenehmes, gutes Produkt, wenn man Economy fliegt und eventuell leider ja wahrscheinlich auch für die Businessgäste. Nur da sind sie noch nicht ganz ehrlich zu uns. So, jetzt habe ich noch mal ganz kurz das Wort zum Freitag gesagt, bevor es dann in die Dusche geht. Jetzt könnte ich mir eigentlich noch einen kleinen Pellegrino. Gucken, hält das? Oh, nee, das muss ich anders stellen, muss ich ein bisschen anders drehen. So. Ja, so ist das schön. Ne? Ein schönes, gekühltes San Pellegrino kann man sich selbst nehmen. Und auch immer nochmal wichtig, ich muss nochmal kurz abstellen. Sorry. Ganz wichtig, man testet, ob da irgendwas, ob alles ganz ist. Das muss immer ganz sein. Also heile, weil wenn da ein Stück Glas gebrochen ist durch das Abziehen, das in den Rachen gelangt, auweia. Okay. So, das Wasser nehme ich mit, jetzt gehen wir ab in die Dusche. Aufzug schließt sich, gerade gesagt, man kommt zwischen die Aufzüge hier in der First Class Lounge. Ein schöner Aufenthalt, wirklich. Die Leute waren gut drauf, Mitarbeiter toll. Es gibt immer einer, der ein bisschen, oder eine, die ein bisschen komisch ist, aber der Rest, toll. Man konnte philosophieren über denselben Jahrgang. Ist auch nicht schlecht. Ups, sorry. G28. G23 müssen wir links. Müssen wir links, müssen wir rechts? Das ist immer die Frage. G2 links. Auf geht's. Danke, ciao. So, also G28 heißt das Motto. Und wir schweben durch die Welt.
Moin. Servus. Wir sagen Servus. Guck mal, der Mann hat Spaß, die Frau sagt, ey, arbeiten, komm, die Kasse funktioniert nicht. So muss das sein. Geh 25 noch ein Stückchen weiter und dann sind wir schon da. Servus. Guck mal, lustig drauf wieder heute. Ich meine, es ist Freitag. Die freuen sich alle, weil es Wochenende ist. Da sagen die alle, oh, endlich sind wir aus diesem Airport raus. Die letzten Stunden und dann, aber Airport ist 24-7. 24-7. Ein reiner Wahnsinn. Es gibt ja immer wieder neue Dinge. Schön am frischen Parfum vorbei. Oh, ich habe heute, was hat sie gesagt, das hält eine ganze Woche. Also, das wirklich hält, ich glaube, das reicht nicht aus. Ich muss nochmal nach. Eigentlich muss ich nochmal nachlegen. Hallo. Würden Sie mich ein bisschen besprühen mit irgendwas Schönem? Ja, was mögen Sie denn gerne? Ich mag gern Fruchtiges. Ich frage jetzt einfach mal nach was Fruchtigem, dann lasse ich mich bestäuben. Und dann, oha. Sind Sie denn davor erstmal? Ja. Ich krieg's jetzt erstmal gezeigt. Weil ich habe vorhin so ein Dings und Gabane, das war. Nix. Das sollte eine Woche halten. Das war schon nach 3 Stunden verflogen. Ja. Das ist aber sehr schön. Wie nennt sich das denn jetzt? Also, oh, der Citron Noir. Citron? Der ist der ganz neue Hermes. Das ist der ganz neue? Ja. Wow. Bin begeistert. Ich mag ja sonst diesen anderen, aber der war jetzt also wirklich. Und dann nehme ich noch ein bisschen was auf die Handinnenrückenseite. Oh, das wirkt. Der hält auch wirklich. Da haben Sie mir das Wochenende versüßt. Vielen herzlichen Dank. Machen Sie es gut, ne? Tschüss. So, dann gehen wir mal zu G8. Ganz toll, ein ganz neuer Hermes-Duft. G28. Muss ich mal im Auge behalten. Jetzt links. G28, G27, G28, Frankfurt, na bitte, läuft. Ich stelle gerade fest, ich habe 2C. Das geht ja schon wieder extrem los. Ganz tolles Parfum. Das ist Zitronen, also zitroniges Parfum von Hermes. Super. Lassen wir jetzt noch ein bisschen wirken. Guck mal, gibt es 2 Eingänge. Einmal Eco, einmal Business. Wow. Ich meine, das ist schon wieder ein Wow. Das ist natürlich schon wieder ein Wow, wenn sozusagen es 2 Eingänge gibt und die haben mal für die Business mal 2 Eingänge gemacht. München ist ja ein Aufhol-Airport. Voller Innovation. München ist voller Innovation. Echtes Träumchen. So, da können wir sagen, der Horn ist an Bord. Kann losgehen, oder? Wir müssen der Crew Folge leisten. Das ist überhaupt eine Frage, die habe ich noch nicht richtig geklärt. Warum müssen wir den Folge leisten? Müssen, können, sollen, aber müssen? Weil wir wissen ja, wir müssen nur eins. Ne? Wir sind heute in der Business Class bei Lufthansa nach Frankfurt und ich muss sagen, eine riesen Business und vielleicht maximal 10 Leute. Maximal. Ich habe mich auch gerade eben mal mit 2, 3 Businessleuten unterhalten. Man ist sehr enttäuscht von vielerlei Dingen und von der Seite bin ich heute echt sehr gespannt, was bringen die heute hier zum Futter? Ob das was Feines ist oder ob das wieder so eine Art Fast Food ist. Nein, das wäre eine Frechheit. Ich habe Delights to Go zum Vergleich dabei und nur mal zum Zeigen. Ich glaube, hinter mir ist keiner da. Also wir haben genügend Möglichkeiten, miteinander zu plaudern.
Noch ist das Licht an, noch ist alles möglich. Jetzt könnte ich noch ein Kisschen kriegen, da sage ich noch kurz Bescheid, es gibt noch ein Kissen. Und dann habe ich ja mit einigen von euch verabredet, ich soll mal öfter den Button drücken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist ein Highlight. 6 Sekunden ist ein Highlight. Jetzt können wir das wieder drücken. Ich hätte ganz gerne ein Kissen. Klar. 6 Sekunden hat es gedauert. 6. Das ist ein Träumchen. Das ist Standard. So, jetzt haben wir noch ein kleines Kissen bekommen. Jetzt können wir uns entspannt niederlassen. Und wir warten auf was? Wir warten auf wieder mal in München auf einen Pushback. Also ein Mitarbeiter, der den Pushback zurückfährt. Jetzt ist er angekommen. Jetzt wackelt es. Das ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. 2019, es wird leider nicht besser. Dieses Jahr. Oh Mann. Oh ja, das wollten die wahrscheinlich so haben. Juppaidi und Juppaida. Juppaidi und Federalala. Business Traveler vorne gesagt. Zu viel Mensch. So. Let me see your moves, just let it out. Dance to the music, wanna hear it loud. So, also da kann man jetzt nicht negativ reden. Hier gibt es wieder die komplette Hindurchstange. Ist wieder komplett. Jetzt ist wieder eine ganze da. Die wollen auch ein bisschen behupsen. Die probieren das. Das ist alles Testphase. So, hier haben wir die italienischen Snacks. Also das finde ich jetzt auch genau passend für die Business, sehr gut gemacht. Und hier so ein kleines Dessert. Also das ist das Minimum. Das Minimum. Es darf auf keinen Fall weniger sein. Das erfreut und es gibt ein Plus. Dann noch bei einer sehr entspannten Business, viel Freiraum. So kann man uns gewinnen, aber anders auf keinen Fall.